Angesichts des rasanten Eroberungszugs der islamistischen Taliban-Kämpfer in Afghanistan fordert Deutschland seine Bürgerinnen und Bürger dringend zur zügigen Ausreise aus dem Krisenland auf. Sie sollten schnellstmöglich einen Linienflug aus dem Land nehmen. Wegen des Vormarsches der radikal-islamischen Taliban hatte Innenminister Seehofer zuvor bereits alle Abschiebungen nach Afghanistan vorerst ausgesetzt. Seitdem fast alle internationalen Truppen das Land verlassen haben, erobern die Taliban eine Provinzhauptstadt nach der nächsten. Ohne fremde Hilfe ist die Armee offenbar nicht in der Lage, den Vormarsch zu stoppen. Zugeschaltet ist mir jetzt Jürgen Trittin, Außenexperte der Grünen und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Herr Trittin. Hallo, Frau Mosel. Herr Trittin, wenn wir auf diesen Einsatz der internationalen Truppen, auch der Deutschen, in Afghanistan schauen. Die Mehrheit der Grünen hat schon seit Jahren gefordert, die Bundeswehr da abzuziehen, den Einsatz zu beenden. Jetzt nach dem Abzug sehen wir, dass die Taliban mit unglaublicher Geschwindigkeit auf dem Vormarsch ist. War der Abzug jetzt so und in dieser Form falsch? Dieser Abzug hat zu spät stattgefunden. Er ist damit ein ungeplanter und ungeordneter Abzug, ein Abzug, der stattgefunden hat, ohne dass es eine belastbare politische Vereinbarung über die Zukunft Afghanistan gegeben hat. Das wäre sicherlich einige Jahre früher, 2012, 2013, völlig anders gewesen. Man hat einfach in Afghanistan ist sitzen geblieben und dann hat man Hals über Kopf dieses Land verlassen und dabei die wesentlichen Voraussetzungen nicht geklärt. Erstens, wie soll die politische Zukunft des Landes aussehen? Zweitens, was passiert mit den Menschen, die uns in unserem Engagement unterstützt haben? Und drittens, wenn ich das höre, dass nun deutsche Staatsbürger aufgefordert werden, schleunigst das Land per Linienflug zu verlassen. Ehrlich gesagt, das war alles vorhersehbar. Wir hätten für zum Beispiel die Übersetzer und all die Ortskräfte, die wir gehabt haben, frühzeitig Visa ausstellen können. Wir hätten sie mit Charterflügen rausholen können. All dieses ist nicht passiert, obwohl alle wussten, wenn man zu diesem Zeitpunkt abzieht, dann wird genau das passieren, was jetzt passiert. Darüber möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Zunächst auch noch mal kurz zur politischen Situation in Afghanistan auch. Aus der Union heißt es, Donald Trump hat das so ein bisschen verbockt, weil er mit den Taliban in Verhandlungen getreten ist und damit ja die afghanische Regierung geschwächt hat. Redet sich die Union damit raus? Ja, es ist immer ganz bequem, auf andere zu verweisen. Und da ist auch ein richtiger Kern dran. Es war unklug, eine politische Vereinbarung zu treffen, ohne alle Beteiligten am Tisch zu haben, also auch ohne die afghanische Regierung. Richtig ist aber auch, dass man selber schon seit ungefähr einem Jahrzehnt in Afghanistan war und nicht wusste, was man da noch sollte. Man konnte den Krieg nicht gewinnen. Man konnte also nur versuchen, dieses Land mit einem halbwegs schlechten Kompromiss geordnet zu verlassen. Das hat man 10 Jahre versäumt. Und dann kam Donald Trump, hat gesagt, ich habe die Schnauze voll und ich ziehe die Reißleine. Und Biden hat aus innenpolitischen Gründen genau diese Reißleine auch nicht wieder festgebunden. Es wäre übrigens auch ein Festbinden ohne jegliche Perspektive für ein weiteres militärisches Engagement gewesen. Ich bin ja schon einigermaßen verwundert, dass nun ausgerechnet die FDP und Herr Röttgen glauben, dass man mit einem längeren Verbleib dort irgendetwas geändert hätte. Man hat das Desaster nur nach hinten verschoben. Wie soll man aus dieser Situation jetzt wieder rauskommen? Was würden Sie vorschlagen? Wir müssen für die Menschen, die uns geholfen haben, Ortskräfte zum Beispiel, Charterflüge organisieren. Wir brauchen auch nicht drauf zu gucken, ob die einen Pass haben, weil wir tatsächlich ihre Namen und Daten ja alle haben. Wir haben auch ihre Papiere. Wir könnten dies in eigener Regie machen. Und wir müssen schließlich endlich auch dafür sorgen, dass diejenigen, die sich im Vertrauen auf uns dort engagiert haben, ich denke zum Beispiel an Journalistinnen und Journalisten, an die Wahlhelferin, die Chef der Wahlkommission, auch diese Menschen müssen wir in Sicherheit bringen. Es reicht nicht, nur zu gucken, dass diejenigen, die unmittelbar für uns tätig gewesen sind, gesichert werden. Aber das wäre schon mal ein großer Schritt. Und ehrlich gesagt, ich finde es schon absurd, dass wir Wochen bis der Diskussion brauchte, während die Taliban einen Ort nach dem nächsten eroberten, bis Herr Seehofer zu der Einsicht kam, dass es mit elementaren Menschenrechten nicht vereinbar ist, den Taliban Straftäter oder andere Menschen aus Deutschland per Abschiebung auszuliefern.
Man darf die Menschen da nicht im Stich lassen. Wie will man aber für eine politische Stabilisierung sorgen? Norbert Röttgen etwa, Außenpolitiker der Union, fordert einen neuen Militäreinsatz. Die USA müssten da eingreifen, Deutschland darauf hinwirken. Wie sehen Sie das? Wie gesagt, das ist ein Einsatz ohne eine Perspektive. Joe Biden ist dort rausgegangen, weil er die USA aus sogenannten Forever Wars raushalten will. Das war im Grundsatz eine richtige Entscheidung, eine Entscheidung, die dann allerdings so spät kam, dass eine geordnete Übergabe an in einer Machtteilung zwischen den Taliban und den anderen Kräften in Afghanistan nicht stattfinden kann. Und diese Machtteilung wird nun militärisch ausgekämpft. Das war der Fehler, der diesen Abzug vorweggegangen ist. Das kann man aber durch militärisches Engagement nicht wieder gut machen. Sagt Jürgen Trittin, ganz herzlichen Dank.